Ja, hallo YouTube. Ich melde mich nochmal zu später Stunde. Hallo liebe Pfeifenfreunde, ich möchte heute mit euch über das Thema Tabak-Reviews reden. Da wurde ja auch, ja, heiß diskutiert jetzt drüber. Ich bin ein ehrlicher Freund für Tabak-Reviews, muss ich ganz klar sagen. Auf der einen Seite muss ich auch sagen, Geschmäcker sind unterschiedlich, das ist wahrscheinlich das einzige Negative an Tabak-Reviews, aber sonst kann ich da nur Pros und Pros geben dafür. Zwar, wenn jetzt jemand über viele, oder wenn viele Tabake angepriesen werden, oder ein Tabak von vielen Leuten angepriesen wird, dann wird auch meistens gesagt, ja, Tabak ist jetzt sehr stark, ist sehr, ja, dunkellastig, was weiß ich. Dann weiß ich schon mal, okay, ein extrem dunkler Tabak brauche ich jetzt nicht zwingend rauchen. Oder das ist ein sehr milder Tabak oder so, keine Ahnung. Mag ich dann auch nicht. Ich brauche ein bisschen Geschmack am Tabak, er sollte allerdings nicht zu stark sein und so. Ja, auf der anderen Seite finde ich, das sind auch Reflexionen an die Tabakindustrie. Eventuell, dass sie vielleicht was an ihren Rezepturen verbessern können. Schweres Wort. Vielleicht verbessern können. Vielleicht auch neue Geschmacksmischungen auf den Markt bringen können. Und ja, die Tabak-Reviews, die helfen mir, mein Geld zu sparen, weil ich denke, es gibt bestimmt auch Tabake, die, was weiß ich, die den einen schmecken sie vollkommen und mir schmecken sie vielleicht nicht. Und wenn ich dann weiß, okay, ich habe mir das in den Kopf gesetzt, mir einen Tabak zu kaufen, dann weiß ich genau, okay, wenn jetzt der ein schlechtes Review macht und das fünf Leute ein schlechtes Review machen, dann weiß ich jetzt schon sicher, dass ich mir den Tabak nicht kaufen werde. Also, ja, und da muss ich dazu sagen, kann man auch vielleicht den einen oder anderen guten Tabak auch kennenlernen durch ein Review und sich vielleicht auch so einen Tabak zulegen, den man sich sonst eigentlich nie gekauft hätte, weil man wahrscheinlich gar nicht gewusst hat, dass es den überhaupt gibt oder sowas in der Richtung überhaupt gibt. Ja. Das war es dann auch schon wieder von meiner Seite. Bald rauche ich mal. Machen wir nochmal ein Review, ein kleines. Habe ich euch schon mal vorgestellt, den Tabak. Das ist hier der. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Brick Coco Ananas. Ja. Wird vielen Leuten abgetan als der Hartz-IV-Tabak schlechthin, weil er nur, was weiß ich, um die 4 Euro rum kostet der. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde den Tabak. Finde, der hat Geschmack. Also nicht zu stark. Hartz-IV-Tabak. Er mag vielleicht ein Hartz-IV-Tabak sein, aber er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Ja, ich werde mir jetzt noch den Kopf hier fertig genießen. Ja, noch ein paar Pfeifenvideos ansehen. Und dann hoffe ich, dass man sich bald wieder sieht und dass ich dann auch bald wieder gesund werde. Gerade zur Zeit ein bisschen Grippe. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.